Vier Punkte sind heute entscheidend bei der Fed-Sitzung. Erstens natürlich, wie hoch fällt die Zinsanhebung aus? 75 Basispunkte oder doch 100 Basispunkte? Dann Margin of Vote. Gibt es da Dissenter? Gibt es Leute, die dagegen sind, die sagen, naja, ein kleinerer Zinsschritt von 0,5% hätte es auch getan? Zwei kommen da in Frage innerhalb des FOMC. Dann natürlich Dotplots, also das, was die Fed-Mitglieder selbst erwarten, wie weit die Zinsen wann angehoben werden und vor allem die Terminal Rate, also wo ist der Gipfel bei den Zinsanhebungen. Dann kriegen wir die Economic Projections, also Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung, Prognosen für die Inflationsentwicklung und dann natürlich die Rede von Jerome Powell. Wird er da in irgendeiner Form etwas Dovisches sagen, nachdem er in Jackson Hole ja alle dovischen Träume so ein bisschen zerschlagen hat? Aber jetzt haben wir gesehen, dass die Anleiherenditen massiv nach oben gegangen sind. Hier sehen wir nochmal die Dotplots und hier sehen wir auch übrigens, wie stark sich das Ganze verändert hat. Die letzten Dotplots, da gingen die Fed-Mitglieder noch davon aus, dass die Zinsen bei 3,8% am Ende des Jahres liegen würden. Jetzt hat der Markt eingepreist Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres 4,5%. Und da wird eben entscheidend sein, wie die Fed-Mitglieder so ihre Vorstellung ausdrücken. Je höher die Dotplots sind, umso gefährlicher ist das. All das hat sich verändert seit den letzten US-Verbraucherpreisen, die ja höher als erwartet reingekommen waren. Jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit für einen 75-Basispunkte-Schritt bei 82%. Und wir sehen diese 100%. Diese 100 Basispunkte Zinsanhebung, die ist immer unwahrscheinlicher geworden mit der Zeit. Man ist also jetzt nicht mehr so überzeugt, dass das wirklich kommt. 75 Basispunkte ist ja dann ein großer Schritt, es wäre der dritte hintereinander. Und hier sehen wir nochmal diese 4,5%. Das wäre natürlich für die US-Wirtschaft ein riesiger Hammer, kaum zu verkraften. Wird Powell heute hart bleiben oder wird er sogar sagen, Leute, ihr müsst ohne die Fed auskommen. Die Fed ist vielmehr vielleicht sogar euer Gegenspieler. Das vermutet Danielle DiMartino Booth. Die sagt, die Fed will jetzt die Märkte mal lösen von dieser permanenten Du musst uns helfen Ideologie. Das muss irgendwann auch mal aufhören. Und wir sehen natürlich große Probleme am US-Immobilienmarkt. Verkäufe bestehender Häuser jetzt das siebte Mal in Folge gefallen. Wir sehen, dass bei 22,2% die angebotenen Häuser im Preis gesenkt wurden im August. Und ja, die Fed hat um den Faktor 9 ihre Bilanzsumme vermehrfacht, vervielfältigt seit dem Jahr 2008. Und Wall Street Silver sagt hier vielleicht zu Recht, ja, jetzt zahlen wir den Preis dafür. Und wir müssen einfach eines sehen, wir haben hier praktisch ungewählte, unverantwortliche Fed-Mitglieder, die agieren wie in einem Planungskomitee, das aber von Wirtschaft, naja, nur bedingt Ahnung hat. Keiner von denen hat in der freien Wirtschaft wirklich mal gearbeitet. Aber die ganze Welt richtet jetzt ihre Entscheidung nach diesem zentralen Planungskomitee aus. Das hat schon was. Und wenn wir jetzt mal in die Historie zurückgucken, dann sehen wir, in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre hatte ja Paul Volcker auch massiv die Zinsen angehoben. Dennoch ist die Inflation immer wieder nach oben geschnellt. Also Paul könnte vielleicht wissen, dass das mit Zinsanhebungen alleine nicht getan ist. Thorsten Polleit sagt, Notenbanken bekämpfen die Inflation nicht, sondern sie erzeugen sie. Und da ist vielleicht was dran. Die Notenbanken sind ursächlich mit dafür verantwortlich, dass dem so ist. Wir haben jetzt hier gesehen, auch bei Paul Volcker übrigens, dass er dann, sobald eine Rezession kam, die Zinsen auch wieder deutlich nach unten genommen hat. Aber warum hat die Inflation, warum ist die Inflation dann zurückgekommen Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre? Weil eben die Amerikaner selber stark Öl gefördert haben, damals ja die Ölkrise, zu wenig Öl. Dann haben die Amerikaner selber gefördert, dadurch wurde der Ölpreis belastet, kam runter und dadurch war es dann auch mit der Inflation vorbei. Jetzt ist die Frage eben, ist die Fed Teil der Lösung oder ist die Fed eher das Problem? Immer mehr Leute sagen, die Fed ist Teil des Problems, sie ist nicht die Lösung. Und wie problematisch die ganze Geschichte ist, sehen wir etwa in Australien. Dort hat die Notenbank ja praktisch Geld gedruckt, dafür Anleihen gekauft und jetzt hat man mit diesen Anleihen massive Verluste und das wird auch den anderen Notenbanken passieren, denn die Anleihekurse sind massiv gefallen. Also das ist etwas, was den Notenbanken so oder so auf die Füße fällt, je höher sie die Zinsen anheben. Und hier sehen wir, dass jetzt die zweijährige US-Staatsanleihe
das erste Mal seit Oktober 2007, also seit der Finanzkrise, wenn man so will, die 4%-Marke erreicht hat. Also das ist ziemlich außer Kontrolle geraten, könnte man sagen. Gleichwohl gehen viele jetzt long in den Markt. Wir sehen Zuflüsse bei ETFs, deutliche Zuflüsse in Aktien-ETFs. Und bis auf Januar waren alle 4 Fed-Sitzungen, die wir seitdem gesehen haben, März, Mai, Juni, Juli, mindestens 1,5% im Plus der S&P 500. Also es herrscht ein gewisser Optimismus, dass das auch wieder so sein wird. Wir sehen am Optionsmarkt, könnten da Schieflagen entstehen. Die Market Maker müssen sich abhatchen. Da könnte durchaus ein explosiver Overshoot passieren. Hier sehen wir mal den starken Dollar, der immer stärker wird. Eben auch durch die Politik der Fed, durch diese massiven Zinsanhebungen. Und hier sehen wir mal den Dollarindex in einem Chart von Capital.com. Da sehen wir, wir haben jetzt den dritthöchsten monatlichen RSI in den letzten 37 Jahren. Der Dollar steigt und steigt und steigt. Das ist ein Problem für die Welt, das ist ein Problem für die amerikanische Wirtschaft. Und wir in Deutschland haben ohnehin schon Probleme. Bild titelt etwa, wann hört das endlich aus? Erzeugerpreise explodieren, Energiekrise, die europäische Industrie ist praktisch nicht mehr in der Lage, bei diesen Kosten zu produzieren. Das macht fast keinen Sinn mehr. Die Deutsche Bank senkt den Daumen, sagt, die deutsche Wirtschaft wird 2023 eine schwere inflationäre Rezession erleben, und ein Vorgeschmack darauf ist die Invertierung heute der deutschen 5- und 30-jährigen deutschen Staatsanleihe. Und hier sehen wir mal in Deutschland, wie die ganze Geschichte sich entwickelt hat. Die Wirtschaftsprognosen oder Prognosen für das BIP gehen immer weiter nach unten, die Prognosen für die Inflation gehen immer weiter nach oben. Es drohen erhebliche Lücken bei der Lebensmittelversorgung. Vor allem die Tiefkühlindustrie sagte, wir können jetzt im Grunde nicht mehr so weitermachen. Tiefkühlkost, all diese Geschichten, die auf Kühlung basieren, die eben sehr energieintensiv sind, da vermutet man, fürchtet man Insolvenzen. Und hier mal auch die Beschwernis über etwa einen Cappuccino auf dem Münchner Oktoberfest auf der Wiesn. 6,40 Euro, ist das euer Ernst, wird hier getitelt. Und es gibt eine interessante Relation von Incrementum Gold, die Gold-Mass-Ratio, also praktisch, wie viel Mass kann man sich leisten für eine Unze Gold. Meine Damen und Herren in Norddeutschland oder außerhalb von Bayern, liebe Muschelschubser, es heißt nicht Maß, sondern Mass. Ja? Es heißt Mass und nicht Maß. Darauf lege ich sehr, sehr großen Wert. Ein dunkles A ist hier zu gebrauchen. Hans-Werner Sinn, deutsche Industrie herzkrank. Inflation steigt weiter an. Wieder mal sehr interessante Aussagen von Hans-Werner Sinn. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung. Fed-Zinsentscheid. Händler schließen eilig ihre Wetten und warnen. Es gibt sehr viel Vorsicht. Man vermutet, fürchtet extrem große Volatilität an den Märkten. Also zwei Artikelempfehlungen. Wir sehen uns um 20 Uhr zur Fed-Entscheidung, die wir abbilden werden. Und 20:30 Uhr, dann werde ich die Headlines reinbringen zu der Pressekonferenz von Jerome Powell. Ich sage Servus und Ciao.